Hallo und willkommen bei Donkey Kong 64, mal wieder. So, ich war gerade in diese wundervolle Eishöhle hier rein. Also, ich glaube, dass es eine Eishöhle sein soll. Ist da was hinter? Das kriege ich nicht klein. Kann ich da durchgucken, denn wenigstens? Irgendwas ist dahinter und das leuchtet. Ja, da sehe ich aber noch nicht viel. Na gut, wir gucken mal einfach, würde ich sagen. Was bewirkt der? Oh. Okay, damit gehen die auf. Aber der geht auch sofort wieder hoch. Ist auch irgendwas? Das ist eine Lavahöhle in einer Eishöhle? Da sehe ich eine goldene Banane. Okay. Gut, hier geht es erstmal höher. Mal ein bisschen rumschauen hier. Ja, also schön aussehen tut's. Aber viel mehr kann ich da noch gar nicht zu sagen. Guck mal, gerade da geht es auf jeden Fall weiter. Was brauchen wir da oben? 65, habe ich das richtig gesehen? Ja, die haben wir über. Ja, dann sind wir hier auch richtig. Der andere Bereich, das waren 80, wo wir beim letzten Mal kurz waren. Da verschwindet er wieder. Ja, dann würde ich doch sagen, direkt mal rein. Zum Genügen, ne? Ah, da ist doch jetzt bestimmt die klassische Eiswelt, ne? Gehört doch in jedes Jump'n'Run. Diese sturen Affen wissen nicht, was sie verloren haben, aber sie werden sich geschlagen geben müssen. Nachdem sie Bekanntschaft mit meinem furchtlosen Haustier gemacht haben. Aha. Was, du schon wieder? Nichts kann mich noch aufhalten, ihre Insel ist dem Untergang geweiht. Da bist du ja. Ich gehe davon aus, dass du mit den Kongs fertig bist. Naja. Oh, es war furchtbar, Meister. Diese grauenvollen Kongs warfen mit üblen Fässern, die Bumm gemacht haben. In die Lava haben sie mich gestoßen. Ich habe mir beide Flügel angesenkt. Und dann ist einer von ihnen riesengroß geworden und hat mir auf die 12 gehauen. Schau dir bloß mal meine arme Nase an. Ich gehe jetzt schlafen, mir ist nicht gut. Nach all dem. Ja. Ach, der Arme. Er tut mir ja fast leid. Oh. Schön. Kristallkaverne, okay. Das sieht schön aus. Die Musik ist auch schön. Ah, und das sind direkt die falschen Bananen. Warum nehme ich die ganze Munition mit? Die kann ich aber nicht aufsammeln. Ja, Fledermäuschen, ist ja gut. So, erstmal den umhauen. Wow, was gibt's hier alles? Das sieht schön aus. Da ist wieder ein Gang, der zu ist. Tja, mehr gibt's ja nicht. Dann gehen wir erstmal da hoch, ne? Ach, da haben wir einen Tauschfass. Okay. Ein 1, ein 2 und ein kleines Stottern hier. Schon wieder. Das ruckelt ja direkt ordentlich. Da bin ich ja gespannt, was das hier noch wird dann. So, welches waren deine? Hier gar keine, aber die kannst du einsammeln, ne? So, einfach nur damit er mich nicht nervt. Ganze 6 Bananen. Ne, 5. 5 sogar noch. Wow. Ist ja riesig. Donkey oder Chunky? Ach, komm, wir nehmen erstmal hier den Chef. Erstmal mit dem Chef eine Runde gucken, was wir hier machen können. Ich laufe mal einfach hier am Rand lang. Blinkt und blitzt alles. Das ist ja echt schön. Dich mag ich nicht. Da husche ich mal einfach vorbei. Oh, okay. Was wird das denn jetzt? Oh, wow. Oh, wow. Ah, du bist aber einmal ein extra groß. Das gefällt mir ja gar nicht. Und ausgerechnet mit Tiny soll ich dahin. Also ich nehme die pinken Bananen. Das ist ja super. Ja. Möchte ich aber jetzt gerade noch nicht machen. So, den hätten wir weg. Ach, worauf warte ich da? Ich bin doch gerade komplett geheilt. Was ist das da oben? Da. Wie soll ich denn da dran kommen? Oh, das ist ein Schlösslein.
Da sehe ich irgendwas. Ja gut, wir müssen einfach hier rumschauen. Sieht auch wieder ein bisschen verwinkelter aus. Wechsle ich direkt eben auf Lenky, doch mache ich mal. Oh, da regnet es Stalaktiten sehe ich gerade. Das ist natürlich ganz super. Da hilft auch kein Regenschirm, fürchte ich. Nicht? Ach nee, mit Chunky. Ups. Ja, jetzt war ich irgendwie bei einem anderen Kong. So im Kopf. Dann muss ich doch auch 100 Pro mit Chunky umhauen. Das ist der einzige, der groß genug werden kann. Achso, hier ist eine Sackkasse. Das ist ja super. Da sehe ich was Blaues. Da sehe ich lilane Sachen. Da ist ein Fässchen für, ich glaube, Didi ist das. Da sehe ich auch rote Bananen. Tja, was machen wir denn dann jetzt? Das kann ja heiter werden. Komm, dann wechseln wir nochmal eben kurz, weil ich glaube, die Schräge kommen ja nur mit Lenky Kong hoch. Hm. Na gut, das wird interessant, fürchte ich. So, einmal umhauen, bevor der nervt. Das ist natürlich mies, ne? Du bist der Einzige, der da hoch kann, aber nur die anderen dürfen... Achso, dann kann ich da aber gleich runterrutschen mit. Okay, gut. Gucken wir mal direkt, ob Cranky was im Angebot hat. Was geht ab? Du hast 15 Bananenmedaillen. Sind die echt? Die hast du bestimmt gefälscht. Meine Überraschung. Nun, ich habe hier ein kleines Spiel für dich auf meinem Computer. Du brauchst 5000 Punkte für die Chance auf eine Rareware-Münze, okay? Aber das brauchst du sowieso nicht. Probier's mal. Eine kleine Lachnummer kann nie schaden. Ja, komm. Wir machen mal. Ach du Scheiße. Ach du... wow, bin ich tot? Ja, das ist schön. Game over, Player One. Ja, das war super. Machen wir das nochmal. Wenn es ernst wird, zeigt sich der wahre Verlierer. Noch einen Versuch, Lenky. Ja, wow. Das ist ja hier sehr retro. Was ist denn das? Jetpack? Wie heißt das? Heißt das Jetpack einfach nur? Boah. Was muss ich denn machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Wow. Ich bin auf jeden Fall Game Over. Gut, verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Nee, komm, noch einen Versuch brauche ich jetzt nicht. Machen wir mal irgendwann. Ein Glückssack, Lenky. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Okay, cool. Dann gib mir den mal direkt. Gut, dann ist das andere nur so ein Bonusding. Das müssen wir dann aber ja jetzt nicht machen. Orangu Sprint, Palmus Flitzus. Okay. Selbst mit Carol auf dem Rücken wäre ich noch schneller als du, Lenky. Deshalb brauchst du diesen Trank. Spring das Fass mit deinem Gesicht und du gehst ab wie ein geölter Blitz. Ach, das ist doch das, was wir bestimmt da in einen Raum brauchen. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level, jawohl. Da, wo wir hier den riesen Kremling da versuchen zu befreien. Da ist doch so ein Fässchen. Konnten wir doch bisher nicht nutzen. Eigentlich, ne? Ah, da ist ein rotes Ding. Da sind blaue Dinger in der Luft. Okay. Weißt du was? Dann gucken wir mal eben direkt aber mit den anderen nach. Ob es da noch Fähigkeiten gibt. Man weiß es ja nicht, ne? So, was geht ab? Du hast 15 Bananenmedaillen. Sind die echt? Hast du bestimmt gefälscht? Ja, nee, das kleine Spiel will ich nicht spielen. Abbrechen. So, mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Ach, Mann. Das ist doch schade. Dann nehmen wir mal den nächsten. Wir gucken jetzt einmal eben kurz durch. Einfach, weil es Sinn macht, ne? Wo wir hier schon mal im Labor sind. Was geht ab? Ja, ja, ich weiß. Nein, Minispiel nicht. Mehr gibt's nicht.
Wir sehen uns im nächsten Level, okay. Das machen wir jetzt noch mit ein, zwei weiteren Kongs und dann haben wir es alle durch. Dann wissen wir immerhin, dass es da nichts mehr gibt. Man weiß ja nie, was es da noch so alles für Fähigkeiten überhaupt geben mag. Was geht ab? 15 Bananen-Medaillen. Ja, abbrechen. Nein, will ich nicht. Und... ah, guck mal. Dein Glückstag, Chunky. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Ja klar, dann gib mal. Astrala Vista Baby. Afus Verschwindigus. Okay. Astrala Vista Baby. Ernsthaft? Diese Übersetzung, ne? Der Hammer. Du würdest uns allen einen Gefallen tun, wenn du diese Erfindung oft einsetzt, Chunky. Stell dich auf die Platte mit deinem Gesicht und drücke Z, um unsichtbar zu werden. Wir müssen mir deine traurige Erscheinung nicht länger ansehen. Na, danke. Mehr gibt's nicht. Okay. Breche ich mal direkt ab, damit das schneller geht. Cool. Unsichtbar machen kann ich mich jetzt. Das ist sehr schön. Fehlt noch Tiny einmal. So, gucken wir mal, meine Kleine, ob du was hast. Ja, ja, was geht ab? Das drücken wir eben weg. Nope. Dein Glück, sagt Tiny. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist. Aber es reicht für den nächsten Trank. Sehr schön. Auch für sie einmal was. Na klar, gib mal her. Primatoport. Teleportus Perfectus. Okay. Diese Erfindung bin ich besonders stolz, Tiny. Stell dich auf die Platte mit deinem Gesicht und drücke Z, um dich zu primatoportieren. Okay. Ja, gibt's nicht. Jawohl. Na, guck mal. Da haben wir doch wenigstens ein, zwei Sachen bekommen. Ich bleib jetzt mal gerade bei ihr. Ah, okay. Mit Lenki kann ich da gleich rüberschweben. Ich habe gerade einen ekligen Frosch im Hals. Das ist super, wenn man natürlich reden möchte. Wow. Lauter Kamera gewechselt, beinahe erstmal abgestürzt. Wir nehmen mal eben Donkey Kong. Kann ich die Bananen einsammeln da vorne? Außerdem ist ja da eine Platte. Jetzt bin ich direkt mal runtergesprungen. Super. Au. Oh, das ist aber richtig mies hier, du. Gibt's denn hier für Donkey Kong wenigstens irgendwas einzusammeln? Oder bin ich jetzt hier doof unten gelandet und das bringt mir sowieso nichts? Ah, da sind ein paar Bananen. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ja, gib mal her. Mann, hier liegen die aber sehr spärlich, du. Das ist aber... was bist du? Du bist grün, du bist halt Chunky, okay. Ein Tauschfässchen, das brauchen wir aber gerade nicht. Wow, wow. Alter Schwede, das ist ja jetzt schon mein Lieblingsarena hier. Da sehe ich was, wo ich aber nicht drankommen werde. Ah, Nummer 3. Aktivieren wir mal. Was ist das? Nummer 1, okay. Gucken wir mal eben da drüben. Wie komme ich denn hier rein? Was steht denn da auf der Platte? Ich kann das gerade nicht erkennen. Oh Mann, ey. Ja, eindeutig Lieblingsarena. Jetzt schon. Muss ich doch bestimmt irgendwie durch die Mitte hier durch oder so, ne? Probier mal den da vorne. Okay, der geht gar nicht. Na gut. Das kann ja jetzt heiter werden. Ja, Räusper, Räusper. Ich muss mich wirklich nochmal entschuldigen, wenn das jetzt gerade ein bisschen sehr husterig wird hier, die Angelegenheit. Ich habe gestern ja auch noch Resident Evil aufgenommen, da saß ich dann hier schön mit Schal und heißen Zitronen herum. Ja, ja, geh mal weg.
Aber da sind noch die Reste der Erkältung ein wenig hier am Werkeln. Das kann ich leider nicht ändern. Ich weiß nicht so ganz, wie ich da vielleicht reinkomme. Ist irgendwo was auf? Nee, ne? Da sehe ich Sachen, aber die bringen mir ja noch nichts. Steht da oben was? Oh, in der Tat, da ist was. Naja, schwimmst du mal? So, ich guck mal hier gerade kurz rum. Nehmen wir ein paar von denen mit. So, dann können wir mal da vorne noch gucken. Was haben wir da? Warum ist da denn noch einer? Na, schwimmen. Ach so, jetzt sind wir hier, glaube ich, in den... Ja, Bach wollte ich gerade jetzt sagen. Bach, Fluss, irgendwas, ne? Jetzt irgendwo so irgendwas Spannendes hin? Ich weiß es ja nicht. Oh Mann, ja, der rödelt da oben ordentlich rum. Macht die Sache hier nicht einfacher. Autsch. Boah, das ist echt nervig. Bin sehr froh, wenn ich den Wald irgendwann weg habe. Hoffentlich. Komm ich hier durch? Komm ich. Ja. Ui, ja. So, darf ich da hoch? Bitte, danke. So, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Dann muss ich auf lauter Freude glatt mal erstmal hier gucken. Einmal da hoch, bitte. Da ist ein Tauschfass. Sehr schön. Oh Gott, ey. Ja, komm. Ist gut. Ich hab's verstanden. Also, angenehm ist echt anders. Das ist was für Didi. Da haben wir nochmal 5. Geht's hier noch weiter hoch? Offensichtlich erstmal nicht. Okay. Das wäre für Tiny. Ach komm, machen wir das mal eben einfach. Einfach mal auslösen und gucken, was dabei rauskommt. Und da geht eine Tür auf. Komm, wir gehen direkt mal rein. Machen wir das doch einfach mal. Oha. So, den hau ich mal so um. Ja. Hier mich auch. Nein. Mist. Natürlich erstmal in den Abgrund gehüpft. Autsch. Nein. Ach, ihr Schweine, ey. Komm schon. So, jetzt räumen wir die erstmal weg, würde ich sagen. Ja, ne, wir räumen die erstmal weg. Ist voll. Voll erfolgreich, wie ihr merkt. Kann ich da einfach rüber? So, den habe ich, glaube ich, getroffen. So, ich wollte gerade sagen, irgendwann trifft man ihn. Haben wir denn da? So, einmal den noch weg. Irgendwas sagt mir, ich musste bestimmt alle platt machen oder so, ne? Sieht aber ein bisschen eng mit den Orangen hier. Ja, das war's. Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen. Wollte mir doch nicht erzählen, dass ich dafür nichts bekomme. Sehr schön, die erste Banane in dem Bereich. Das ist doch mal hübsch. Schau mal gerade kurz. Hier ist sonst nichts, ne? Da könnte ich rumklettern, aber das bringt eh nichts. Ne, gut, dann gehen wir direkt mal raus. Sehr, sehr schön. Eine Banane haben wir. Eine ganze.
Ist natürlich noch nicht die pralle Masse, aber für den Anfang ganz okay, würde ich sagen. Gut, so, bevor ich jetzt hier den Kong wechsle, mache ich an der Stelle ganz kurz mal einen Break. Dann wechsle ich gleich einmal auf Donkey Kong. Ich muss mal einmal den Chef wieder spielen, ja? Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Reinschauen und wir wuseln in der nächsten Folge weiter hier durch die Kristallkaverne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.